Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer weiteren Folge Soul Mask. Für alle, die dies vielleicht noch nicht wissen, wir haben eine richtig coole Discord-Community, die Looney Tunes. Dort haben wir auch einen eigenen Soul Mask-Server. Also wenn ihr Bock habt mitzuspielen, dann joint auf jeden Fall den Discord. Die Info dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, ich habe offline im Spiel auf jeden Fall einiges gemacht, was ich euch heute gerne zeigen möchte. Außerdem wollten wir uns heute das größere Lager anschauen, was wir dann auch noch machen werden. Ja, Leute, und wenn euch meine Videos gefallen, dann vergesst nicht, einen Like zu geben, den Abo-Button zu drücken und die kleine Glocke zu aktivieren. In dem Sinn, ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Ja, Leute, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo wir gerade sind. Wenn ihr euch dran erinnert, dann haben wir ja eigentlich hier unten unser kleines Basislager gehabt. Und ich habe ja dann angefangen, hier auf dieser kleinen Insel noch ein Häuschen zu bauen. Ich habe mir jetzt aber gedacht, nee, das macht irgendwie gar keinen Sinn, auf der Insel zu bauen, denn da ist einfach viel zu wenig Platz, um irgendwelche Felder oder Ställe und so weiter zu platzieren. Deswegen habe ich mich jetzt hierhin ausgeweitet. Ich meine, es ist jetzt nicht so weit, ne, von dem alten Zuhause. Aber ich zeige euch gleich, was wir uns da jetzt Schönes aufgebaut haben. Ich habe dann auch hier das Camp gelöscht und eben das auf der Insel auch. Und jetzt gucken wir doch mal, was ich mir hier gezaubert habe. Ja, ihr seht schon, hier ist erstmal so ein kleiner Mini-Balkon und ein Hintern, lol. Hier ist ja dieser Maskentisch, der Dekotisch für die Maskenmodifizierung und mein Bett. Wenn wir dann hier rausgehen, haben wir hier nochmal so ein kleinen anderen Balkon, den habe ich einfach nur gebaut, weil es von unten ganz cool aussah, dass der quasi dort ist. Wenn wir dann runtergehen, dann haben wir auch noch, ja, einen relativ leeren Raum. Hier steht eine Handwerkerbank und hier die Reparaturbank. Wenn wir dann hier rausdüsen, haben wir, ja, hier den Balkon eben. Da steht das, der Gerbständer drunter und hier ist unser Leuchtfeuer zusammen mit zwei Sklaven. Ja, und ihr seht schon, Dori ist die einzige, die übrig geblieben ist von unseren ersten dreien. Und diese Nata sieht auch nicht so aus wie unsere Nata davor. Liegt daran, ich bin tatsächlich mit Nata, ich glaube, es war jetzt hier irgendwo oder hier, ich bin mir nicht mehr sicher, unterwegs gewesen zu diesen uralten Ruinen, weil ich mir dachte, okay, ihr wisst, was das ist, das brauche ich euch nicht immer zu zeigen. Und auf dem Weg dorthin ist plötzlich so ein Riesenkrokodil da gewesen und ja, hat uns beide leider gekillt. Und dasselbe ist leider auch mit Sarah passiert. Deswegen habe ich mir hier auch zwei neue Gefährten geholt. So, Nata wurde ersetzt, Dori auch. Das heißt, das hier wird unsere Sarah. Und für diesen Guten brauchen wir dann tatsächlich auch noch einen Namen. Also schreibt in die Kommentare, wie der junge Mann heißen soll. Hier seht ihr auch schon ein paar Affen rumflitzen. Ich habe drei davon, weil da hinten gleich so ein ja, Affennest war. Und die heißen Tick, Trick und Track. Ich dachte mir, irgendwie passt es ganz gut, weil wir ja drei Stück haben. Wenn wir dann hier mal hinschauen, hier sind drei Truthähne, die ich mir gefangen habe. Und ihr hattet recht, ich muss zuerst das Muttertier umbringen und dann gehen die Kleinen auch in die Falle. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich hier zwei Alpakas. Die habe ich aus einem Camp und zwar müsste das dieses Camp hier gewesen sein. Da war das sowas Ähnliches wie so ein kleiner Stall und da ist jedes Mal ein Alpaka drin, wenn man hingeht. Jetzt brauche ich natürlich eigentlich noch einen Stall für die, denn ich glaube nicht, dass sie hier raus essen und trinken. Das steht auf jeden Fall noch aus. Dann hier ist Trick. Hi Trick. Dann haben wir hier ein kleines Feld, wo Mais angebaut wurde. Hier hinten ist der Kornspeicher, glaube ich, Kornkammer und hier die Toilette. Und jedes Mal, wenn die gehen, machen sie die Tür nicht hinter sich zu. Das ist eine Unverschämtheit. So, wenn wir dann hier reingehen, haben wir hier quasi die kleine Werkstatt mit allem, was man so braucht. Genau, und ich habe auch hier schon angefangen, das ganze Stroh mit Holzfundamenten zu ersetzen. Ich bin da noch nicht komplett fertig, wie ihr sehen könnt, aber das ist ja jetzt nicht weiter tragisch. Das mache ich dann einfach auch im Off. So, Anerkennung 266 und Anerkennung 370, also er wird wahrscheinlich eher fertig sein. Ich habe mir aber hier schon mal zwei solche Alpaka-Ständer hingemacht. Ich weiß nicht, ob ich die da jetzt schon
dran machen kann, weil einen Sattel habe ich tatsächlich auch nicht. Hier steht noch der Düngeeimer und hier habe ich mir einen Regenwasserbehälter gemacht. Ja, und ihr seht schon die Markierung, die ich mir da gesetzt habe. Das ist die Barbarenkaserne und da werden wir heute hingehen. Jetzt wird es natürlich schon wieder dunkel und eigentlich möchte ich da nicht hingehen, wenn es dunkel wird, weil dann sehen wir wieder nichts. Deswegen chill ich jetzt hier mein Leben und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es hell ist. Meine Lieben, es ist jetzt 5.58 Uhr, es wird also langsam hell und wir können losdüsen. Ich habe mich noch ausgerüstet und zwar habe ich mir ganze drei Pfeil, Speere mitgebracht, habe mein Inventar geleert, die Schüssel kann weg, ich habe aber genug, also keine Angst. Habe mir noch Essen mitgenommen und genau, jetzt klicke ich mal hier auf E und mampf das alles, wenn es geht. Und dann fangen wir an, dass wir in Richtung dieses fetten Stammes gehen. Ich war sowieso kurz schon mal dort, weil ich habe ja Leute gebraucht. Das heißt, ich habe mir jetzt vom Anfang quasi welche geholt. Ich weiß aber noch nicht, wie es da drinnen ausschaut in dem Ganzen. Deswegen bin ich dann tatsächlich auch mal ultra gespannt. Jetzt gucken wir mal, wie laufe ich denn eigentlich? Irgendwie so kauderwelschmäßig, ne? Aber ja, wir werden schon ankommen, denke ich mal. 22 Grad und 25 Grad. Wir sind auf jeden Fall ausgeruht. So, der eine Barbar, den ich mir gefangen habe, der ist auch schon rekrutiert. Der macht gerade dünne Seile und die andere braucht noch ein bisschen, aber ich denke, sie ist dann fertig, wenn wir wieder zurückkommen. So, jetzt haben wir nicht mehr lang. Ich nehme jetzt schon mal meinen Speer raus und mein Schild. Und dann hoffe ich, dass wir dieses Ding wuppen. Beziehungsweise, was heißt wir? Ich. Ihr guckt ja nur zu und lacht mich aus. Was ist da jetzt schon wieder? Ja, Euler, wegen diesem blöden Eber kommt natürlich jetzt die Tante wieder angelaufen. Komm halt her. Na los, du kannst mir nicht entkommen. Genau so nämlich. Und wir looten natürlich wieder. Ich würde jetzt den Eber auch gleich einfach mitlooten. Und ich habe fast keine Gesundheit mehr. Schaut euch das an, das ist doch nicht normal. Was hat mir denn jetzt da so viel abgezogen? Was sieht es? Krasser Scheiß. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder voll in der Gesundheit. Ich möchte jetzt mal gucken. Also hier, glaube ich, ist jetzt gerade keiner mehr. Was sehr geil ist. Und dann kann ich mich mal... Ach doch, da kommt natürlich wieder einer angeschissen. Geh wieder zurück. So ist fein. Kann ich mich mal hier umschauen? Weil ich gesehen habe, hier sind nämlich Felder und ich kann die tatsächlich abluten. Das ist ja mega. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann, Leute. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Denn dann können wir uns vielleicht lecker Essen machen. Oder ich sag einfach meinen Barbaren, sie sollen das Essen zubereiten. Haben wir das auf der anderen Seite auch noch? Und ist überhaupt hier oben irgendwas? Nein, das ist einfach nur der Aussichtsturm. Jetzt rennen wir mal ganz schnell hier vorbei. Was gibt's hier? Kürbis. Kürbis, Kürbis. Hallo? Und Chilis. Sehr geil. Wunderbar, dann haben wir ja schon wieder mal eine ganz gute Food-Reserve. Und ich habe gesehen, man kann das ja tatsächlich auch zusammen verwursteln. Das machen wir dann auf jeden Fall auch. Und dann können wir uns das alles selber anbauen. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir... Hilfe! Oh nein! Was ist da los? Nein, hör auf damit! Ist doch nicht dein Ernst. Ich liege am Boden schon. Wegen zwei Leuten? Gut, dann müssen wir jetzt wohl kurz warten. Scheiße, jetzt sind wir gerade wieder aufgestanden und dann kommt die Alte schon wieder angeschissen. Komm, verbind dich mal. Oh, und die andere steht da oben und schießt auf uns. Das ist doch nicht normal. Hör auf damit.
Ja, schmach halt. Alter, bist du... Hä, was macht sie denn jetzt? Mach sie doch jetzt mal platt. Was ist los? Ja, endlich. So unglaublich. So, jetzt kommt die andere natürlich mit ihrem Riesenschwert. Ich hau mal ganz kurz ab. Vielleicht schaffe ich es, dass ich mich nochmal schnell verbinde. Ja, klar, jetzt schießt sie natürlich wieder auf uns. Und sie trifft, obwohl ich mich bewege. Natürlich. Du kannst mich hier nicht treffen. Geht einfach nicht. Wow, sie kommt mir hinterher. Ich flüchte mal lieber. Wo ist mein Schild eigentlich? Ach, oha, Leute, was ist los? Lauf halt. Ja, sag mal. Also, das ist doch nicht normal. Was wollt ihr alle von mir? Jetzt haben sie mich tatsächlich umgebracht. Alter Verwalter, was ist eigentlich das für eine Riesin gewesen? Okay, wurscht. Wir spawnen am Leuchtfeuer wieder. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, wenn man sich einen Sklaven mitnimmt. Schauen wir mal schnell nach ihr. Sie ist immer noch nicht voll. Ja, soll ich mir einen Sklaven mitnehmen zum Kämpfen oder nicht? Ich habe ein bisschen Angst, dass der dann auch so endet wie ich. Und deswegen möchte ich es eigentlich lieber nicht. Schwierige Frage. So, mein Todespaket ist hier. Ich nehme natürlich wieder alles und gehe erstmal ein Stückchen auf die Seite. An meinen Kampfskills muss ich definitiv noch arbeiten, Leute. Das geht ja überhaupt nicht. Gut, wir rüsten uns wieder aus. Und da oben steht die blöde Tussi. Und hier liegt jemand. Warte mal, ich schleiche mich mal dahin. Wer bist denn du? Können wir die irgendwie wegmachen? Ja. Gut, dann haben wir nämlich hier auch wieder eine Bandage und jetzt hat die Alte uns gesehen. Mein Gott, es ist doch nicht normal. Kann sie so weit schießen? Weiß ich nicht. Scheint nicht. Ach, aber sie kommt natürlich wieder. Wieso triffst du mich, wenn ich mein Schild... Komm schon, die ist doch... Ah, gut, tot. Halleluja. Endlich. Und er guckt uns zu. Komm, schleich dich, du hast dir nichts verloren. Sehr schön. Dann ist sie auf jeden Fall weg. Die hat uns ja am meisten Probleme bereitet gerade. Gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall jetzt keiner mehr. Ich gehe mal wieder in den Schleichmode. Und wir haben hier jemanden. Die ziehe ich mir jetzt mal ran. Warum lag ich jetzt schon wieder auf dem Boden? Ich verstehe das nicht. Oh mein Gott, die rennt uns hinterher. Schnell weg. Tapir beschützt mich. Okay, ich glaube, sie ist abgedampft. Ja. Also wieder heilen? Unmöglich. Wo sind die jetzt hin? Ach, da. Treffe ich dich? Komm schon. Komm ran, Alte. Du brauchst jetzt gar nicht weggehen. Ja, genau. Nicht mit mir. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Guck mal, wie die mich zusammenhaut. Vielleicht brauche ich auch einfach noch bessere Waffen als diese Knochendinger. Solange ich irgendwie ein bisschen überlebe. Und warum ploppt eigentlich das immer auf? Obwohl ich F11 drücke ständig. So, wir essen das und dann kommt das hier drauf. Und dann schauen wir. Schleichen wollte ich. Ja, was gibt's denn jetzt hier Feines? Gehen wir mal rückwärts die Treppe hoch. Einwandfrei.
Okay, ein Bett. Brauche ich nicht. Da ist eine Kiste drin. Schleichst du bitte? Kein Bock, dass mich irgendwer sieht, weil da ist nämlich schon wer. Also einmal hier die Lagertruhe geöffnet. Oh, und da haben wir auch Kürbis und so. Wunderbar. Der geht wieder hoch. Was haben wir da? Da oben steht jemand und dort. Aber gefangen und das ist. Was bedeutet denn gefangen? Oh, da sind auch so viele, die über die Brücke gehen. Halleluja. Okay, wir ziehen uns ihn ran. Was soll's? Komm schon, mach deine blöde Attacke. Was soll das immer? Okay, jetzt liegen wir beide am Boden. Scheiße. Okay, vielleicht sollten wir dann doch lieber was anderes machen. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da schon wart und sagt mir, ob ich da vielleicht einfach stärkere Waffen für brauche oder was das Problem ist, woran ich scheitere. Vielleicht doch jemanden mitnehmen? I don't know. Ich muss jetzt aber natürlich mal zuerst mein Todespaket wiederholen und dann gucken wir doch einfach, was wir sonst noch machen können. Vielleicht gehen wir mal zu der Stelle, wo dieses Krokodil ist. Falls ihr das noch nicht kennt, ich weiß es ja nicht und vielleicht kriege ich ja das irgendwie kaputt. Aber wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wir gucken mal. Cool. Ich habe mein Todespaket gelootet. Dann verbinden wir uns natürlich noch mal schnell und essen müssten wir auch was. Das machen wir natürlich auch, damit wir Energie haben. Hat sie sich jetzt verbunden? Ja, hat sie. Okay, schauen wir mal schnell auf die Karte. Also, das Krokodil muss irgendwo hier gewesen sein. Deswegen gehe ich jetzt tatsächlich nochmal geradeaus und schau. Was ich euch auch noch fragen wollte, weil ich meine, guckt mal, die Karte hier ist grau und ich war ja jetzt aber hier schon oben. Wann öffnet sich denn hier die Karte? Also, wann geht das Graue weg? Muss ich dafür irgendwas Bestimmtes machen? Das ist hier die Frage aller Fragen. Also, hier ist mein Leuchtfeuer und ich bin von dort gekommen. Dann gehe ich auch da mal wieder lang. Ich wette, es macht wieder Hackfleisch aus uns. Aber lieber gehe ich alleine hin, wie das mir dann schon wieder irgendein Sklave stirbt. Darauf habe ich nämlich echt überhaupt keine Lust. Ich denke, da lang müssen wir und dann dahinter. Ich glaube, that's the way to go. Vielleicht kommen wir dann auch noch an dem Alpaka vorbei, damit ihr mal seht, wo ich das her habe. Weil vielleicht, wie gesagt, habt ihr es ja auch noch nicht. Ja, genau, das ist der richtige Weg. Jetzt muss ich nur mal gucken. Nicht, dass es jetzt hier irgendwie schon da ist. Was ist das? Ah, da sind zwei Barbaros. Das muss ich mir dann gleich mal markieren. Bestätigen. Sehr schön. Und dann müssen wir einfach mal Richtung Wasser. Da unten. Ach du Wildhund. Du. Lass mich in Ruhe. Ich bin auf einer Mission. War das hier? Hä? So. Tatsächlich glaube ich nicht. Hä? Wo war denn das? Ich musste hier rumgehen. Vielleicht dann doch weiter nach da oben. Ja, man müsste sich halt dann tatsächlich auch da eine Markierung setzen, damit man das nicht vergisst. Was ist jetzt schon wieder hinter mir her? Ach, ein Eberlein. Noch einer? Nö. Ach, weil ich gerade den Papagei sehe. Ich weiß tatsächlich nicht, wo meiner ist. Der war auf jeden Fall irgendwann einfach lost. Ich weiß nicht, ob der von irgendwas umgebracht wurde. Keine Ahnung, Leute. Aber da müssen wir uns dann auf jeden Fall auch wieder einen neuen fangen. Jetzt habe ich aber gerade erstmal die Affen. Oh mein Gott, hier ist auch wieder ein Camp. Sagt's doch mal, was ist denn los hier? Du lass mich in Ruhe. So.
Natürlich müssen wir uns wieder verbinden. Und, ach, das ist die uralte Ruine. Ach, und das ist da auch, wo das Alpaka ist. Okay, dann gehen wir doch da kurz hin. Machen den hier mal schnell fertig. Bleib da. Verbinde dich nicht. Ich wollte sie eigentlich gerade einschüchtern, aber irgendwie ging es nicht. Macht nichts. Also Leute, hier seht ihr es. Dieses kleine Stallding, wo ein Baby-Alpaka drin ist. Und das kann man einfach da rausnehmen und mit nach Hause nehmen. Und dann hat man ein Alpaka. Nehmen wir gleich noch die Truhe mit, wenn wir eh schon dabei sind. Und das ist sehr gut, weil ich muss nämlich meine Maskenenergie auffüllen. Das mache ich mit dem hier. So, dann haben wir das ein bisschen aufgefüllt. Und jetzt düsen wir da runter zum Wasser, wo das böse, böse Krokodil auf uns lauert. Oh ja, wir sind jetzt zwar gerade nicht am Wasser, aber wir haben hier trotzdem das Krokodil. Und genau das war's, glaube ich. Oh mein Gott, ja, schaut euch den Scheißer an. Hilfe. Der blitzt dann immer so mit den Augen. Oh, der trifft mich auch mit seinem Schwanz. Ja, das ist blöd. Wow. Kann sich schnell verbinden. Wo ist es? Da. Lauf, lauf, lauf. Da, das Blitzen habe ich gemeint. Guckt mal das an. Und der ist halt auch echt ultra stark. Geh rauf da. Geh rauf schnell. Scheiße, er trifft mich von hier. Das möchte ich eigentlich nicht. Wie kann ich denn den am besten umnatzen? Vielleicht so? Ich glaube, das könnte ganz effektiv sein. Nein, nein, du musst mich nicht anblitzen, du. Spring weg. Okay, jetzt haben wir es gleich. Ja, cool. Also, so schwer war es dann am Ende doch nicht. Dann brauche ich mein Bestienmesser. Cool, und dann habe ich Krokodilhaut. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich die brauche, aber naja. Ja, Leute, ich hoffe, dass ich jetzt auch genug Aufnahmematerial zusammen habe. Ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf. Und dann würde ich den Part an der Stelle auch erstmal beenden. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ich das mit diesem Barbarenlager am besten hinkriege. Vielleicht bin ich einfach noch zu low, ich weiß es nicht. Und ja, schreibt mir auch gerne, wie ihr mein kleines Häuschen findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann.